Werden auf der Karte durch ein Fragezeichen-Symbol markiert. Neue Nebenaufgaben, ach so. Ich wundere gerade, hey, was will der von mir? Okay. Auf in den Kampf. Jetzt nicht den Köder kommen, ey. Scheiße. Ich hätte mir auch erstmal eine gute Stelle suchen sollen. So. Schnell extrem belastet. Solltest du R2 loslassen und kurz Lage beobachten. Alles klar. Komm her, Fischi. Hier, Fischi, Fischi, Fischi. Und doch! Ja! Und ich dachte gerade. Alter! Ich dachte jetzt so kurz vom Ziel, entwisch mir noch dieser Scheißfisch. Du hast den Fisch im Land gezogen. Die Fänge bescheren dir nicht nur Kochzutaten, sondern auch nützliche Gegenstände. Hm? Wie Gegenstände? Kann ich auch Schätze aus dem Mal angeln? Nice! Wenn du Zutaten brauchst, notiere ich im Radar rechts oben. Zum Kochen geeignete Fische werden durch gelbe Punkte angezeigt. So kannst du gezielt angeln, was gerade brauchst. Je seltener ein Fisch ist, desto höher ist die Qualität der eigenen Zutaten oder des Gegenstands. Verbessere Talente besorge dir gute Angelausrüstung, um großartige Fische anzuziehen. Boah, da ist er. Das ist ein Brocken. Osch. Alter, der ist schwer. Oh nein, die Schnur reißt. Nicht so schnell kurbeln. Scheiße. Der Köder ist futsch gegangen. Mist, aber der ist gut. Ach, ich kann auch wirklich meine Köder verlieren. Scheiße. Route. Was da hin? Da ist doch irgendwas im Wasser, was kein Fisch zum Essen ist. Mist. Scheiß Drecksfischi. Der scheint sich ja sehr leicht einholen zu lassen. Na, was haben wir denn da? Nicht übel. Den kann man nicht essen? Das sieht doch lecker aus. Ich will den essen. So, einen Fisch fangen wir noch. Hier, Fischi, Fischi, Fischi. Hier, Fischi, Fischi, Fischi. Drecksfischi. Mag nicht kommen. So, was haben wir hier? Kann ich in der Zwischenzeit etwas Kingsnide zocken? Lass mal lieber. Unser Prinz wird sonst stinkig. Nee, Fisch, verarsch mich. Wie ich einfach verarscht werde mal. Komm schon, Nocht. Ich kipp gleich um vor Hunger. Ach, hör auf zu nerven.
Ah, da oben zeigt mir auch an. Okay, jetzt. Jetzt kapiere ich auch irgendwas da oben zu bedeuten hat. Das zeigt, wie nah ich am Fisch dran bin. Oh, Scheiße! Nein! Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe nach unten gedrückt, Abstand nach oben. Na komm, ist ja auch egal. So. Jupp, das war's mit Angeln. Zwei Fische habe ich gefangen. Ups, sorry. Was ist denn hier blöden Weg rum? Ich hole mir nochmal eben kurz ein paar neue Köder. Klar bin ich's wieder. So, zwei. Besten Dank. Eine Angelschnur ist äußerst widerstandsfähig und eignet sich für Angler mit schweren Zielen. Oh. Ach, die haben sogar. Ach, die haben alle sogar andere Fische. Gut, die Köder haben also auch spezielle Attribute, für welchen Fisch die am besten geeignet sind. Warum ist da hinten ein Bett? Achso, ein Wohnwagen. Ernsthaft? Ich kann einen Wohnwagen pennen? Gut, eben nochmal kurz Quest abgeben. Oh, ein Foto. Mann, ich will da gucken. Orientierungslauf, Kontrollpunkt 11. Dieser Lauf fleißt mit der Mutter mit Fisch entlohnt. Suche nach Ruben, wo der Ursprung im Tale liegt. Was ist es? Was hast du, Ignis? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Alter, wie viele Rezepte fallen noch ein? Gespannt. Du hast gerade, glaube ich, 3 Stück gekriegt. Lasst uns hier ein Foto machen. Eine gute Wahl. Also los geht's. Fotozeit. Oh, großartig. Ja, hoffentlich öffnen sie den Hafen morgen wieder. Tja. Dass sie zwei kommen, habe ich eigentlich nichts dagegen. Bloß wir wissen ja immer noch nicht, warum der Hafen eigentlich zu ist. So, wir machen uns jetzt mal eben kurz noch auf den Weg, geben die Quest ab und vielleicht sagen die irgendwie, hey, ja, da gibt es nämlich noch irgendwas und dann, keine Ahnung. Jetzt mal ganz ehrlich, ist zwar schön und gut, dass es so ein geiler Steg gibt, aber warum ist er so lang? Diese schwüle Luft, ja. Jetzt mal, was beklagt euch immer? Ihr habt euch in Wüste schon beschwert gehabt, hier sind wir gerade schön am Strand und da beklacken die sie auch noch. Was soll ihr Mist? So. Servus, wir haben den Auftrag erledigt. Oh, nicht schlecht. Was mir gerade einfällt, wir haben, glaube ich, nie den Auftrag bei anderen Städten, glaube ich, nie wirklich abgegeben, oder? Kann sein. Wie wäre es mit etwas frischem Fisch? Oh Gott, die Fratze, ey. Schränk der Sonnenbäder. Achso, hab ich schon. Gibt's irgendwas zu essen? Boah. Sie uns bald wieder. Alter, sind die teuer! Die sind mir zu teuer. Ah, da scheine ich jetzt hinkommen zu können. Oder ich hätte schon vorher hingehen können, bloß ich hab's nicht gemerkt. Kamera! Der Hafen scheint echt geschlossen. Aktueller Fahrplan außer Betrieb. Weit und breit kein Schiff zu sehen. Aber wieso? Gute Frage, nächste Frage. Oh, Moment, da ist ja was. Ich kann da sitzen? Ich kann hier einfach rumsitzen. Nice. Aber richtig weiterhelfen tut mir das auch nicht. Da liegt noch was am Leuchtturm. Verrostetes Metallstück. Ich weiß nicht, warum ich eigentlich das ganze Zeug sammle, aber gut. Bloß, was machen wir denn jetzt? Sollen wir jetzt mit dem Auto irgendwo nochmal wegfahren oder wie sieht's aus? Weil man aus Altissia derzeit nicht wegkommt,
Meinen Quellen nach hat Niflheim angeblich ein Embargo verhängt. Ihr müsst die Noctis-Truppe sein. Habe ich recht? Höchst erfreut. Mein Name ist Dino. Ja, als Reporter habe ich so meine Quellen. Von mir bleibt nichts geheim. Von eurem Jagddebüt habe ich ebenfalls gehört. Ihr seid inkognito, oder? Keine Angst, ich halte dicht. Allerdings wäscht eine Hand bekanntlich die andere. Typischer RTL-Reporter. Die nur zuhören, abservieren. Komm, wir hören einfach mal den Spaß zu. Sehr schön, du fackelst nicht lange. Gib mal deine Karte. Oh. Hab euch auf der Karte. Neuer Ort, wo wir hinreisen können? Wo es Rohedelsteine gibt. Die brauche ich für meinen Zweitjob. Im Gegenzug versuche ich, euch ein Schiff für die Überfahrt klar zu machen. Oh, und meinen Mund zu halten, natürlich. Legen heute wirklich keine Schiffe ab? Für deinen Zweitjob. RTL bezahlt nicht gut. Ja, gut, das hätte ich mir denken können, aber gleich Diamanten? Was Dummes. Der Typ hat uns ja direkt erkannt. Naja, wir verheimlichen es auch nicht wirklich. Er sei Reporter. Wenn wir einen Artikel über uns vermeiden wollen, sollten wir uns gut mit ihm stellen. Naja, aber wenn er bei RTL arbeitet, wer weiß, was dabei rumkommt. Kann sagen, ja, ist nicht so und nachher doch. Und wir müssen 1 Kilometer fahren? Alter! Das ist eine ganz schön. Das ist ja eine Katze! Katze! Eine Katze. Was ist? Was hat die arme Muschi denn? Gehst du spazieren? Hast du dich etwa verlaufen? Dann hast du bestimmt Hunger. Hunger also. Verstanden. Warte mal eben. Wir haben noch Fisch. Gib ihr einen Fisch. Was suchen? Futter meinst du? Du könntest was angeln. Gute Idee. Das machen wir. Wow, überall. Ja, angeln. Ich hab doch schon. Ein Makrelenfilet besorgen. Die Katze mit dem Makrelenfilet füttern. Hier, frisch für dich gefangen. Ich wollte doch meinen, ey. Was ist das eigentlich für eine Katze? Magst du etwa keinen Fisch? Dann sehen wir mal, ob's im Rest. Alter, der Fisch ist größer als die Katze. Was ist das für eine Katze, die keinen Fisch mag? Ich nenne die Katze Jenna. Ja. Aber die hat eigentlich voll die nette Stimme. Voll süße Stimme. Ich vermisse meinen Kater, den konnte ich leider nicht mitnehmen während des Umzugs. Eigentlich gehört er mir auch nicht, aber ich habe mich eigentlich meistens immer um ihn gekümmert. Der gehört eigentlich nämlich leider mein Stiefvater, aber der Kater war halt an mir mal sehr gebunden, weil ich halt am meisten zu Hause war. Das trotz Arbeit, trotzdem war der Kater irgendwie immer sehr an mich gebunden, bloß ich darf leider in meine Wohnung überhaupt keine Tiere halten. Also jetzt kein Katze, Hund und so. Und ja, außerdem hat er eigentlich so auch nicht mir gehört. Deswegen. Was möchten Sie gerne? Aber trotzdem schade, das fehlt einem wirklich. Und was soll ich die Katze jetzt geben eigentlich? Jetzt sag nicht, ich soll jetzt so ein scheiß fettes Paella-Gericht da für die Katze herbeirufen. Willkommen zurück. Reden. Wie wäre es mit etwas? Nein, so will ich nicht mit dir reden. Frischen Fisch habe ich selber in der Tasche. Aufgaben, die Bejagung, die hungrige Katze. Legen heute wirklich keine Schiffe ab? Nein. Ich muss. Lassen Sie niemanden nach Altisia rein. Willkommen zurück. Was möchten Sie gerne bestellen? Jetzt sag nicht, ich muss ernsthaft so ein Scheißgericht für die Katze holen, ey. Was mag eine Katze denn? Meeresrosotte? Ich mache mich sofort ans Werk. Oh Gott. Guten Appetit. Wer die Katze mag das nicht. Da habe ich gerade undurchsichtig Geld rausgegeben. Oh Gott.
Ja, mein Kumpel freut sich, aber... Ja gut, die freuen sich, aber die Katze hilft immer noch nicht weiter. Schön. Ach, er schreibt sich auch die Rezepte dann auf. Nicht schlecht. Nach der Jagd gibt's ein Festmahl. Ja, und was ist jetzt mit der Katze? Willst du mich verarschen? Haben Sie vielleicht was, das einer Katze schmeckt? Erlauben ich muss Sie da... Wie? Was? Nein, also, da ist so eine Katze. War doch bloß Spaß. Ich weiß Bescheid. Die kleine Mieze ist unsere beste Kundin. Es gibt nur ein Problem. Mir ist nämlich in diesem Augenblick ihr Lieblingsfisch ausgegangen. Um die Kleine zu füttern, müssten Sie mir also selbst einen davon besorgen. Was für ein schöner Laden. Und was für ein Fisch mag die gerne? Thunfisch? Kinder, wenn wir ihn kriegen, dann auf den Brillen. Gute Arbeit. Haben Sie bitte ein Weilchen Geduld. Sie haben wirklich ein gutes Herz. Aber seien Sie vorgewarnt, Katzen sind sehr anhänglich. Und vor allem echte Gourmets. Das habe ich auch schon gemerkt. Die lassen sich nicht mit billigem Essen abschrecken. Oh ja. Hier, fertig. Bringen Sie es zu ihr. Was heißt hier billigem Essen? Ich habe ihr da so einen fetten Fisch gefangen. Der Fisch war fetter als die Katze. Und das stimmt, Katzen sind wirklich sehr gourmet. Mein Kater, der hat auch irgendwie nur so ein bestimmtes Katzenfutter gefressen gehabt für so eine Dose, ich glaube 4 Euro. So. Der war auch Etepetete. Hier ist dein Fresschen. Das sind Hunde einfacher, meistens Mist. Verwöhnte die. Alter, was kriegst du denn da? Ich glaube, sie mag dich. Aber sowas von, Jana. Vielleicht lässt sie dich nie mehr gehen. Eine klammernde Frau kann einen den letzten Nerv kosten. Ach komm, das ist eine Katze. So, Abmarsch. Oder muss ich jetzt doch rasten? So, ein Deal mit Dino. Echt toll, die Atmosphäre hier. Boah, das, also ich finde es echt hier schön. Ich muss schon sagen, gar nicht so übel hier am Meer. Ach stimmt, du warst ja eigentlich noch nie so richtig am Meer. Automatisches Fahren. Wo muss ich denn hin? Wo war das nochmal? Es ist so schön angezeigt, ey. Dann gehen wir da nochmal hin. Wir müssen ja eh noch was abgeben. Ich muss Geld bezahlen? Wirklich? Game over. Spiel nicht, wenn Nectis RP Maximum auf 0 erreicht hat. Du kannst das Spiel dann... Das geht ja dann. Ach, was gibt's schon da? Das kleine Miezen füttern. Graben töten, nur getötet werden. Bloß die Larven sind ja echt, die dauern echt lange. Gut, da wäre vielleicht die Pro wirklich eine bessere Alternative, aber. Mal schauen. Also bisher mein Fazit vom Spiel ist echt super. Also ich bin. Ich habe noch nie Final Fantasy gespielt gehabt, also ich bin echt bisher echt zufrieden. Muss ich so sagen. Und die Grafik ist natürlich Hammer. Ja, aber Altissia soll. Ernsthaft, man braucht so lange Ladezeiten. Achso. Ich dachte gerade, die brauchen jetzt. Naja. Ladevorgang nur, damit die ins Auto einsteigen. So, was gibt's denn hier? Beschluss? Wo ist denn jetzt der Kollege hier, den wir suchen? Hm, was gibt's? Moin, Kollege. Wirklich nicht? Schlaf ist erholsam. Nee. Nee. Du willst mal eine Kohle haben.
So, wo steckt der Typ? Mann, wie das duftet. Nacht, sehen wir uns das mal an. Was? Guten Tag. Was sind das? Schau mal wieder rein. Ach so. Alles klar. Mann, ist das lecker. Ja, das ist genau das Richtige. Alles klar. Wo steckt der Kollege denn? Willkommen im Grillnest. Wie viel kostet denn hier so ein Essen? Sag mal ja. Folien wurden aufgezeichnet, cool. Parkplätze. Mhm. Oh. Alle schwere Brocken. Monster, gibt's hier was Monsterartiges in hier? Also, ich würde das schon gerne, weil die Kram war ja in der letzten Stunde heftig, deswegen. Hier ist die Speisekarte. Was haben die so eine Speisekarte? Und wie viel kostet hier Pommes? 1,50! Ja, Alter, das ist das billigste schlechthin. Kenny's Lachs. Naja. Einen kleinen Moment bitte. Komm, einmal Pommes. Geht mal. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir überhaupt die Fähigkeiten haben. Ja, haben wir nicht. Gut. Und er klaut wieder die Rezepte. Alles klar. Habt vielen Dank. Gut, haben wir auch. Aber wo ist jetzt der Typ? Das ist die Frage. Boah, ist ja schon richtig dunkel. Hund? Ach, da ist der Typ ja. Oh, ihr seid's. Danke für die Hilfe neulich. Eine Lieferung für dich. Ach so. Entschuldigt die Umstände. Hm. Und wieder ein paar mehr. Die Lieferung? Was war da drin? Das sind Erkennungsmarken. Schon mal welche gesehen? Jeder Jäger trägt so eine. Sind das Plaketten mit Namen drauf und so? Wenn du sie hast, dann heißt das wohl... Ja. Wir leben ständig mit dem Tod. Und wenn's uns erwischt, wenn man verstorben ist, bleibt nur das von uns übrig. Wir sammeln die Marken und schicken sie den Hinterbliebenen. War gerade im Begriff, die Umgebung hier nach welchen abzusuchen. Traurige Sache. Hört mal, wenn ihr zufällig welche finden solltet, dann liefert sie doch bitte bei mir ab. Okay, wird gemacht. Nicht weit von hier soll es neulich einen Jäger erwischt haben. Fragt am besten auch mal unseren hiesigen Kontaktmann. Also sowas finde ich persönlich auch mal gut. Jetzt nicht, dass er abgekratzt ist. Nein, sondern echt die Hinterbliebenen, Die Armen. Ja. Können uns ja mal beim Informanten umhören. Wo sind die Informanten? Die ich gerade meinte, das meinte ich gerade. Einfach für Hinterbliebenen ist das einfach echt gut. Aber wo ist der scheiß Informant denn jetzt? Ich schau mal kurz, ob ich die Bestien finde. Lass uns gehen. Schon unterwegs. Achso, meine Nacht darf ich ja fahren, richtig? Nacht durfte ich ja, glaube ich, fahren. Komm, jetzt lass mich mal fahren hier. Im Dunkeln fahren ist gefährlich. Schlafen wir irgendwo. Wir sollen Pause machen, irgendwas fahren lassen. Kein Problem, bin ich. Na komm, ich will mal selbst fahren. Von mir aus. Aber fahr bitte vorsichtig. Nackt. Jo, klar. Willst du wirklich noch fahren? Alles fahren, das kriege ich doch es hin. Es ist ziemlich dunkel. Das bekomme ich gerade noch hin. Ruh du dich nur aus, Ignis. Ich will nur mal die Monster plätten. Hallo?
Hier scheint es reinzugehen. Gut, schauen wir mal uns oben. So. 200 Meter, wir nähern uns. Ups, das war Huppe. Ich will aussteigen, nicht Huppe. Raus mit euch. Wir steigen mal aus. Also. So geht's auch. Gut, schauen wir mal, wo die Biester sind. Ob das so schlau war von mir? Was ist das denn für ein Geräusch? Hoffentlich erwartet uns keine Tragödie. Was zum. Was ist das denn? Was ist das für Viecher? Oh, Alter, was ist denn das? Oh, Alter. Eine Scheißvieh. Oh, fuck. Hallo! Hilfe! Autsch! Danke! Nice! Alter! Mit denen habe ich mein Versuch gar nicht gerechnet. Und das sind ja nicht mehr die Viecher, die wir gesucht haben, ey. Aber wo sind sie dann? Hier ist nur der Berg. Ob ich schon zu weit gefahren? Von wo kam man von diese Feuerviecher, ey? Die Viecher sollen hier irgendwo sein, aber Frage ist wo. Ich komme ja auch hier nirgendwo rauf. Ich kehre sonst gleich wieder zum Auto zurück. Wenn die oben auf dem Berg sind, dann kriege ich die nicht. Nee, ich habe absolut keine Ahnung, wo die sind. Vielleicht sind die auch nur tags, das kann auch sein. Dann fahre ich mal zurück. Oh, ich habe schon einen Scheinwerfer von uns kaputt gekriegt. Nice. Gehen wir. So, los geht's. Raus mit euch. Cool, da geht's glaube ich auch noch. Schauen wir mal kurz. Die werden nicht rumgezählt. Ja, aber hier sind echt gar keine Gegner. Mir sehe keine. Nee. Okay, mein Nachbar klopft da unten. Hört sich an, als ob der was hämmert. Komischer Vogel. Euch an. So, weiter geht's. Neues Fahren. Was ist das denn? Was? Was? Ja, nee. Können wir nicht mal eben schnell hier Absteige machen? So, komm. Los geht's. Da fahre ich nicht durch. So wie die aussehen.
Jetzt kann ich verstehen, warum er nicht farmen wollte. Alter, diese Riesen, ich glaube kaum, dass ich die gekriegt hätte. Na, hoffen wir mal, dass wir hier bald schnell wieder rauskommen. Weil ich entferne mich ja jetzt immer weiter von der Stadt, aber ich müsste eigentlich ja durch. Problem ist bloß, da sind die Monster. Und so wie die aussahen, fahren wir mir Schlitten. Aber drüben ist ein Parkplatz. Kann man da auch rasten? Wie fällt die Nummer auf dem Parkplatz rauf? Hallo? Da ist ein Parkplatz, ich möchte rauf. Raus mit euch! Und wohin als nächstes? So, kann ich auch hier irgendwo... Weiß ich doch nicht. Schlafen kann man hier nicht? Dachte. Hier ist so eine Scheune, come on. Kann man nicht irgendwo pennen? So. Was soll ich doch nochmal probieren, da durchzurasen? Ich weiß nicht, was sagt die Karte eigentlich? Nee. Karte sagt mir nix. Schweige denn, wo ist die Karte überhaupt? Nee, da war's nicht. Ausrüstung haben wir nichts gekriegt gehabt, Fähigkeiten. Talente. Naxus und seine Freunde besitzen jeder ein besonderes Talent. Talente verbessern sich durch unterschiedliche Aktionen, Angeln, Gebiet erkunden, Kochen, Fotografieren. Okay. Angeln, dann angestellt. Achso, das ist sogar noch gründlicher. Neuer Filter. Okay, Magie. Feuer. Diese Flakon bereit Magie, um neuen Zauber darin abzuführen zu können, musst du ihn erst entleeren. Okay. Inventar. Prüfen. Gibt's ihn nicht irgendwo? Mhm. Freizeitkleidung, Kampfuniform der Königsgrade, was ist das denn? Karte steht da oben auch ganz fett. Zeig mal her. Da muss ich eigentlich hin. Da ist sogar noch eine Fundstelle. Und da ist die Stadt. Also passt eigentlich gut. Wenn ich jetzt hier den Straßenverlauf weiter folge, müsste ich eigentlich hier ziemlich coole Gegend kommen. Gehen wir. Los geht's. Weil da gibt es nämlich zwei Fundsachen und zudem einen Platz zum Rasten. So. Beziehen geht auch noch voll klar. Sehr schön. Bei den nächsten Abzweigen war es rechts, glaube ich, ne? Wohl kann vielleicht auch etwas dauern, bis wir da sind. War ich überhaupt noch richtig? War ich überhaupt noch richtig? Ich habe die Auswahl schon verpasst. Oder? Habe ich die schon verpasst? Ja, jetzt kann ich auch hier mal eben kurz auf Straße anbiegen.
Und dann nächst wir rein. Raus mit euch. Alles klar. Also los, Bewegung. War jetzt der Gegenstand noch oder nicht? Oh Gott, Überraschungsgriffe. Ja. Die haben mein Auto! Also ich dachte gerade, die haben mein Auto geschrottet. Alter, was ist denn damit passiert? Stufe 20! Alter, Alter, Alter! Das kann ich knicken! Ah! Stufe 30, Alter! Ja! Ich fall. Okay, das bleibt mir sowas von Leere. Mann! Opto! Ja. Ja. Boah. Ich weiß nicht. Ich glaube, gegen den haben wir keine Chance. Da habe ich auch nur zu Genüge erfahren. Oh, nee, ist noch nee, das wird nix. Alles klar. Einem Bein im Grab. Unmöglich. Vielen Dank. Nee, gegen den. Verlass dich drauf. Wir sind für dich da. Bin ich aber beruhigt. Haut ihr vielleicht ab, wenn es Tag wird? Ich hoffe. Alles klar. Mein Glück als Verstand, ey. Ich konnte. Ah, aber ich habe immer noch nichts. Nee, keine Chance. Level 30 ist doch einfach das Game Over. Gegenstand wählen, verbrauchen. Nein, das bringt eh nichts. Das bringt eh nichts, wenn ich Dings habe, Gegenstand verbrauchen mit Level 30. Alter. Ich hoffe, es geht Speicherpunkt systematisch und nicht irgendwie jetzt, joa, du bist gestorben, darfst bis zur, sagen wir, Katze weitermachen. Okay, also nachts durch die Gegend zu fahren ist wirklich gefährlich. Ich hätte da wirklich drauf hören sollen, wenn da Level 30 Gegner kommen, ey. Nee. Nee, du. Krass, ich zock schon eine Stunde, ey. Ups. Oh, Freunde, Freunde. Ja, Freunde, ich hoffe, euch hat es aber trotzdem gefallen. Ich mache hier beende ich meine Session. Ja, Freunde, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr im nächsten Part wieder mit dabei seid. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.